Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute stelle ich mit euch eine Raffaello-Torte her und die ist sehr einfach zubereitet und total lecker. Ja, dann fange ich direkt mit den Zutaten an und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Den Biskuit habe ich mir schon vorbereitet. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben und in der Infobox. Dann geht es auch schon direkt zu den Zutaten für die Füllung. Dafür benötigen wir 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Sahnequark, 400 Milliliter Sahne, 10 Teelöffel Kokossirup, 6 Teelöffel Sanapat und 300 Gramm weiße Kuvertüre. Zuerst wird die weiße Kuvertüre klein gehackt und im Wasserbad geschmolzen. In der Zwischenzeit schlage ich schon mal die Sahne mit dem Sanapat auf. Stelle sie jetzt kurz zur Seite und verrühre erstmal die restlichen Zutaten miteinander. Den Sahnequark, Mascarpone und den Kokossirup. Die Kuvertüre ist mittlerweile auch schon abgekühlt. Ich habe sie so circa 20 Minuten stehen lassen, aber bitte nicht in den Kühlschrank stellen, denn dann wird sie wieder hart. Nun kommt sie auch dazu. Und nachdem eine schöne Creme entstanden ist, hebe ich die Sahne unter. So, und nun ist die Tortencreme auch schon fertig. Mein Biskuitboden hat einen Durchmesser von 26 cm. Den Boden habe ich schon in einen Tortenring gelegt und bestreiche diesen mit der Füllung. Das fahre ich dann mit dem Biskuit fort und stelle sie anschließend für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Zum Bestreichen der Torte nehme ich diese Zutaten: 100 Gramm Kokosraspeln, 400 Milliliter Sahne und 2 Päckchen Sahne steif. Die Sahne schlage ich erst mit den Sahne steif. Ich nehme mir noch etwas Sahne ab, da ich sie später noch für die Tupfer benötige. So, die Kühlzeit ist rum. Jetzt entferne ich den Tortenring und bestreiche die Torte mit der Sahne. Jetzt bestreue ich die Torte noch von allen Seiten mit den Kokosraspeln. Mit der Sahne, die ich vorher noch abgenommen habe, spritze ich jetzt 12 Tupfer auf die Torte. Hier habe ich noch ca. 50 Gramm gestiftete Mandel. Damit dekoriere ich die Torte noch. Und bei einer Raffaello-Torte dürfen natürlich keine Raffaellos fehlen. Ja, und davon habe ich 12 verwendet, habe sie jeweils zwischen die Sahnetupfer gelegt.
Die Raffaello-Torte ist nun fertig, servierbereit und natürlich schneide ich noch das allererste Stück für euch an. So, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und falls ihr die Torte nachmachen solltet, dann könnt ihr mich auf Instagram verlinken, denn dann schaue ich mir auch ganz gerne eure Bilder an. Ja, und hier drauf könnt ihr mich kostenlos abonnieren, aber vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann erst verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Ja, jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.